Ein Feuerwerk klassischer Musik. Für dieses ambitionierte Ziel üben 130 Kinder des Projekts Kinder musizieren mit Justus Franz. In einem viertägigen Workshop im Otto-Schott-Zentrum in Mainz bereiten sich die Kinder auf das Abschlusskonzert vor. Aufgeteilt nach Instrumentengruppen wird mit den Profimusikern der weltberühmten Philharmonie der Nationen geprobt. Viele der jungen Musiker können hierbei auf Erfahrungen bisheriger Workshops aufbauen. Denn ca. 80% der Teilnehmer waren schon einmal dabei, seit dem Jahre 2006 diese musikalische Initiative der Schott AG ins Leben gerufen wurde. Besonders wichtig für das Gelingen des Abschlusskonzerts die Tutti-Proben. Unter Anleitung des Maestros feilen alle an der richtigen Abstimmung. Nach anstrengenden Proben ist es dann endlich soweit. Bei wunderschöner Abenddämmerung wird das Konzert durch die Bläsergruppe feierlich eröffnet. Ich möchte Sie im Namen der Konzernleitung von Schott sehr herzlich zum Abschlusskonzert des 5. Workshops Kinder musizieren mit Justus Franz begrüßen. Tosender Applaus, der verdiente Lohn für eine perfekte Vorstellung. Fast 4000 Besucher sind begeistert von der Leistung der Kids. Bei den Kindern sind wir an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gegangen, aber sie haben das meisterhaft gemacht. Es ist einfach klasse gelaufen. Die Kinder haben mich ja in den letzten Tagen immer schon wieder gefragt, wie es weitergeht. Und ich denke, über den Dezember hinaus werden wir das auch wirklich weiter gestalten können. Es gibt wohl wenige Veranstaltungen, die eine solche Resonanz haben. Kinder musizieren mit Justus Franz. Auch beim 5. Mal ein großer Erfolg und ein wahres Feuerwerk klassischer Musik. Ein Feuerwerk klassischer Musik. Für dieses ambitionierte Ziel üben 130 Kinder des Projekts Kinder musizieren mit Justus Franz. In einem viertägigen Workshop im Otto-Schott-Zentrum in Mainz bereiten sich die Kinder auf das Abschlusskonzert vor. Also ich würde vorschlagen, die Stimmführer, die Proben gestalten, sollten jetzt zu mir nach vorne kommen und dann werden alle eingeteilt. Katrin ist Blockflöte, oder nicht? Auch Querflöte. Aha. Okay, also bitte geht in eure zugewiesenen Räume. Wir spielen Children's Corner, das ist Debussy. Wir werden Prokofjew spielen, den Sommertag. Natürlich müssen wir jetzt aufpassen, dass wir von den Kindern nicht zu viel verlangen. Das ist jetzt schon wirklich eine ganz große Förderung, aber auch Forderung an die Kinder. Und wir hoffen, dass das alles jetzt gut werden wird, ja. Aufgeteilt nach Instrumentengruppen wird mit den Profimusikern der weltberühmten Philharmonie der Nationen geprobt. Viele der jungen Musiker können hierbei auf Erfahrungen bisheriger Workshops aufbauen. Denn ca. 80% der Teilnehmer waren schon einmal dabei, seit dem Jahre 2006 diese musikalische Initiative der Schott AG ins Leben gerufen wurde. Einen außergewöhnlichen Proberaum stellt die Sonne der Bläsergruppe zur Verfügung.
Gelegenheit für die stolzen Eltern, unter freiem Himmel die Fortschritte ihrer Sprösslinge zu bewundern. Besonders wichtig für das Gelingen des Abschlusskonzerts die Tutti-Proben. Unter Anleitung des Maestros feilen alle an der richtigen Abstimmung. Regen liegt in der Luft, als sich das Orchester zur Generalprobe zusammenfindet. Für die Musiker erschwerte Bedingungen auf der schwimmenden Bühne auf dem Rhein. Hoffentlich wird der Regen uns erlauben, dass wir weiter probieren können. Die ersten Geigen konnten einfach nicht mehr spielen, weil die nicht überdacht sind hier auf dieser Bühne. Die Teilnehmer des musikalischen Projekts sind Mainzer Schüler, Kinder von Mitarbeitern und Schüler des Otto-Schott-Gymnasiums in Jena. Durch das trübe Wetter lassen sie sich nicht entmutigen. Ausdruck des Selbstvertrauens, das sie in den Workshops gesammelt haben. Ich habe am besten die Feinheiten so gelernt, weil den Rest habe ich schon zu Hause geübt. Also es war wieder anstrengend, aber es macht halt total Spaß. Von Debussy über Prokofjew, Händel, Bizet, Smetana bis hin zu Johann Strauss sind insgesamt 7 Stücke für das Konzert vorgesehen. Trotz dieser großen musikalischen Herausforderung ist sich Justus Franz vor dem Konzert sicher, dass seine Lehrlinge optimal vorbereitet sind. Ich habe ein sehr gutes Gefühl und ich freue mich riesig auf dieses Konzert. Ich weiß, das wird sehr schön werden. Pünktlich zu Konzertbeginn beweist dann auch der Wettergott seine Vorliebe für klassische Musik. Bei wunderschöner Abenddämmerung wird das Abschlusskonzert von der Bläsergruppe feierlich eröffnet. Das Konzert wird erstmals live im Internet übertragen. Ausdruck für das große Interesse an diesem einzigartigen Projekt der Schott AG. Ich möchte Sie im Namen der Konzernleitung von Schott sehr herzlich zum Abschlusskonzert des 5. Workshops Kinder musizieren mit Justus Franz begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Vergnügen mit unseren jungen Künstlern und der Philharmonie der Nationen unter der Leitung von Justus Franz. Es ist bereits das 5. gemeinsame Konzert der Philharmonie der Nationen zusammen mit jungen Schottmusikern. Eröffnet wird dieser musikalische Abend mit Händels Wassermusik. Thank you.
tosender Applaus, der verdiente Lohn für eine perfekte Vorstellung. Fast 4000 Besucher sind begeistert von der Leistung der Kids. Ein fantastisches Konzert in der besonderen Atmosphäre der Mainzer Rheinpromenaden. Musiker, Zuschauer und Verantwortliche der Schott AG zeigen sich vollauf zufrieden. Natürlich mit den Kindern ist es was Besonderes, mit denen zu musizieren und deren Energie auch zu erleben. Es ist ein tolles Orchester, man hat selten Gelegenheit, einen so riesigen Klangkörper zu hören und es war wirklich toll. Das Konzert fand ich wunderbar und ich denke auch, dass das Publikum war ganz gut und viel begeistert, was auch unser Ziel war. Bei den Kindern sind wir an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gegangen, aber sie haben das meisterhaft gemacht. Es ist einfach klasse gelaufen. Die Kinder haben mich ja in den letzten Tagen immer schon wieder gefragt, wie es weitergeht. Und ich denke, über den Dezember hinaus werden wir das auch wirklich weiter gestalten können. Es gibt wohl wenige Veranstaltungen, die eine solche Resonanz haben. Welche Firma macht sowas? Schott, ja. Nur Schott. Ja. Und das zeigt, glaube ich, ein Vorausdenken von Schott. Es zeigt eine Interesse an Kultur. Es zeigt auch, glaube ich, eine große Interesse an einfach, was der Mensch braucht. Kinder musizieren mit Justus Franz. Auch beim 5. Mal ein großer Erfolg und ein wahres Feuerwerk klassischer Musik.